Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal zu einem weiteren Warzone-Video. Wie das natürlich mit den meisten Seasons so ist, gibt es natürlich auch immer Updates dazu, die natürlich auch Waffen beeinträchtigen, Waffen verändern und natürlich auch immer Waffen neu dazu bringen. Deswegen gibt es natürlich heute wieder eine neue Folge mit den besten Waffen in Warzone, diesmal in Warzone Season 4. Im Großen und Ganzen muss man natürlich sagen, dass das Balancing in Warzone wirklich noch nie so gut war, wie es jetzt ist. Natürlich hat sich das mit Season 4 jetzt auch noch so ein bisschen verändert, denn das neue LMG ist, ja, einfach viel zu stark. Und ich gehe auf jeden Fall stark davon aus, dass es jetzt auch in den nächsten Tagen gepatcht wird, nicht mehr so stark ist. Wenn man sich allerdings so den Rest der Waffen anschaut, ist das doch alles schon sehr gut gebalanced, lässt sich sehr gut spielen und man hat auch echt viele Möglichkeiten, auch verschiedene Waffen zu spielen. Ich will das Video jetzt auch nicht zu lange in die Länge ziehen, denn wir haben heute wirklich einige Waffen am Start und bevor wir jetzt wirklich reinstarten, falls ihr neu sein solltet auf dem Kanal, ihr nichts verpassen wollt über die besten Waffen, lasst natürlich gerne ein Abo da und natürlich auch gerne einen Daumen nach oben und natürlich wie immer bei diesem Format schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare, was ihr bei den Klassen geändert hättet, was ihr bei den Waffen geändert hättet und natürlich, falls ihr keine Streams verpassen wollt in Zukunft, schaut natürlich auch gerne auf Twitch vorbei. Das streamen wir regelmäßig, macht echt viel Spaß zurzeit. Vielen Dank auf jeden Fall dafür den Support. Jetzt starten wir rein mit der ersten Waffe. Let's go. Die erste Waffe, um die es geht, die ist natürlich auch aktuell so wirklich, wenn man von der Meta reden kann, auf jeden Fall eine der Meta-Waffen. Es ist das MG82, eine Waffe, die wirklich extrem viel Schuss im Magazin hat, so gut wie keinen Druckschuss hat und dazu halt auch einfach eine geisteskranke Time to Kill hat. Deswegen auf jeden Fall eine der besten Waffen, die man aktuell spielen kann. Ich gehe stark davon aus, dass die Waffe jetzt sehr bald schon gepatcht werden wird und etwas schlechter gemacht werden wird, weil Call of Duty allgemein, so was das Balancing angeht, in letzter Zeit wirklich echt einen guten Job macht. Hier natürlich beim Klassensetup der Agency Mündungsfeuerdämpfer, der Sonderkommandolauf, der natürlich auch im Großen und Ganzen das Beste ist, dann das Axialvisier, den Plündererschaft und den Feldagentengriff. Wir können natürlich auch das Ganze theoretisch ohne Griff spielen, dafür natürlich auch das schnelle Magazin draufpacken, spielen auch sehr viele so. Ich allerdings muss sagen, ich bin mit dem Unterlauf sehr gut klargekommen und speziell auf ganz, ganz große Distanz ist man dann natürlich noch ein bisschen präziser. Auf jeden Fall steht fest, dass MG82, selbst die Bodenvarianten der Waffe sind wirklich, ja, absolut OP, absolut stark. Und das wäre es von der MG82 und wir kommen direkt zur zweiten Waffe. Es geht natürlich um die CR56 AMAX. Ich glaube, das ist auch schon das 50. Mal, dass die AMAX schlechter gemacht wurde. Und immer noch einfach eine starke Waffe. Ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so stark wie vor den ganzen Updates, denn mit dem Season 4 Update wurde natürlich auch die AMAX, speziell was den Schaden angeht, nochmal verschlechtert. Hier natürlich beim Klassen-Setup, da hat sich jetzt eigentlich großartig nichts verändert. Monolith-Schalldämpfer, Zodiac-Lauf, VK-Visier, Kommando-Vordergriff, 45 Schussmagazin und das die AMAX, wie gesagt, man kann die AMAX immer noch spielen, man merkt diesmal deutlich schon, dass der Schaden speziell auf große Distanz nicht mehr so stark ist und wir kommen zu der nächsten Waffe und das ist eine Waffe, die natürlich auch ein guter AMAX-Ersatz speziell auf Long Range für viele Spieler sein könnte und zwar geht es um ein Sturmgewehr aus Black Ops Cold War, eine Waffe, die auch auf Distance sehr präzise ist, sehr wenig Rückschuss hat, einen leicht kontrollierbaren Rückschuss hat und zwar geht es um die Krig 6, eine wirklich sehr solide, präzise Waffe aus Black Ops Cold War, die jetzt mit dem Season 3 Update mit der neuen Map auch schon wirklich so ein bisschen Hype bekommen hat, zwischendurch so ein bisschen untergegangen ist, jetzt allerdings mit dem Season 4 Update auch wirklich noch um einiges verbessert wurde. Hier natürlich der Agency Mündungsschalldämpfer, da das natürlich das Beste ist, was man auf Long Range hier spielen kann. Dann beim Lauf spielt ihr den 15 Zoll Militärlauf, der natürlich für Kugelgeschwindigkeit, Rückschusskontrolle, effektive Schadensreichweite und nochmal die vertikale Rückschusskontrolle sorgt. Theoretisch könnt ihr auch den Rangerlauf spielen, der natürlich auch nochmal ein bisschen für Präzision sorgt. Ich muss allerdings sagen, Militärlauf ist so wirklich das Balancedste. Dann natürlich das Axialvisier, den Feldangriff und natürlich zu guter Letzt das Starnax 60 Schuss Magazin. Falls ihr jetzt Solos oder Duos, falls ihr da öfters unterwegs seid, könnt ihr natürlich auch das 45er Magazin nehmen. Und jetzt kommen wir zu einer Waffe, die jetzt genau vor einer Season mit dem Update wirklich ein absolutes Nahkampfmonster geworden ist. Die Waffe gibt es zwar schon länger, mittlerweile hat die Waffe sich von einer Close-Range-Waffe zu einer Long-Range-Waffe entwickelt und ist auf jeden Fall auch sehr solide, mit sehr wenig Rückschuss und einer sehr guten Time-to-Kill. Und zwar geht es natürlich um die Pharaoh 83, wirklich vom Feeling so ein klassisches Sturmgewehr und ich muss auf jeden Fall sagen, die Waffe lässt sich jetzt wirklich auf Long-Range auch wirklich echt sehr gut spielen. Die Waffe hat wenig Rückschuss, sehr präzise und das sorgt natürlich auch dafür, dass man einfach mehr Kugeln trifft, was natürlich auch eine bessere Time-to-Kill im Vergleich zu anderen Waffen so ein bisschen ausgleicht, was es natürlich auch speziell zu Waffen wie der AMAX einfach so ein bisschen ausgleicht. Die AMAX hat einen höheren Rückschuss, man trifft auf Distance weniger Kugeln und durch Waffen wie die Krig 6 und die Pharaoh trifft man einfach viel mehr Kugeln, deswegen gleicht sich das Ganze mit der Time-to-Kill echt sehr gut aus. Beim Klassensetup spiele ich persönlich den Schalldämpfer, dass die Waffe einfach so ein bisschen mobiler ist, ZV-Geschwindigkeit noch ein bisschen verbessert wird. Falls ihr die Waffe wirklich komplett auf Long Range spielen wollt und wirklich alles an Bullet Velocity mitnehmen wollt, spielt den Glumündungsfeuerdämpfer. Dann spielt ihr den Spessnaz RPK-Lauf, ist natürlich auch so das Beste im Großen und Ganzen. Das Axialvisier mal wieder, den Spessnazgriff natürlich für Rückschusskontrolle vertikal, horizontal, obwohl hier natürlich auch der Spessnaz-Tempogriff eigentlich ganz gut ist und ihr werdet dadurch sogar noch ein bisschen mobiler. Deswegen testet ein bisschen rum. Ich muss sagen, Spessnazgriff ist so ein bisschen der Aufsatz, der ein bisschen mehr für Präzision sorgt. Tempogriff ist, falls ihr jetzt ein bisschen mobiler sein wollt. Und zu guter Letzt wieder das 60-Schuss-Magazin und das ist das Pharaoh-Klassen-Setup. Testet auf jeden Fall gerne die ganzen Waffen und Klassen aus dem Video. Und natürlich, falls ihr irgendwas ändern würdet, schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare, was ihr anders spielt, wie ihr es spielt. Ich lese mir eigentlich auch immer alles durch, teste auch so ein bisschen rum, deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Waffe. Dann kommen wir zur nächsten DLC-Waffe aus Warzone Season 4 und zwar ist das das C58 Sturmgewehr. Eine Waffe, die natürlich auch sehr stark ist, trotzdem allerdings im Großen und Ganzen schon ins Balancing von Warzone aktuell reinpasst. Lohnt sich allerdings auf jeden Fall, die Waffe hochzuleveln zu spielen.
und hier natürlich beim Klassensetup den Agent Simon und zwei Dämpfer, um nochmal die bessere Bullet Velocity mitzunehmen. Dann den Ranger Lauf natürlich nochmal für Bullet Velocity, Rückschusskontrolle oder Sonderkommandolauf. Dann das Axialvisier mal wieder, Feldangriff und natürlich das 55 Schuss Magazin. Kurz gesagt, das ist das beste Klassensetup für die neue Waffe. Man kann auf jeden Fall Farah Krig 6 und natürlich die C58 so grob miteinander vergleichen. Das C58 Sturmgewehr ist allerdings so feuerratenmäßig eigentlich so am schwächsten. Trotzdem auf jeden Fall eine sehr solide Waffe, gute Time to Kill. Und wir kommen zur nächsten Waffe, die auch eine niedrige Feuerrate hat, allerdings auch eine niedrige Time to Kill hat. Es geht natürlich um die AK-47. Wirklich auch eine absolute Maschine. Hier spiele ich persönlich das Ganze mit dem Schalldämpfer. Wenn ihr die AK-47 auf Long Range spielt, spielt den Gru-Mündungsfeuerdämpfer, den Spessnaz RPK-Lauf, der mittlerweile auch gar keine Rückschusskontrolle mehr verschlechtert, was natürlich wirklich big ist. Deswegen auf jeden Fall hier der Way to Go. Wieder mal das Axialvisier. Ihr müsst natürlich auch gucken, ob ihr überhaupt mit dem Visier klarkommt. Sonst natürlich auch genau wie bei den ganzen anderen Waffen, wenn ihr mit dem Axialvisier nicht klarkommt, könnt ihr natürlich auch einfach jedes Visier spielen, worauf ihr Lust habt. Den Spessnaz-Griff für Rückschusskontrolle und zu guter Letzt das 45-Schuss-Magazin. Natürlich sehr viele Leute spielen die AK auf Close Range. Da kann die AK natürlich auch extrem stark sein. Allerdings auf Long Range sollte man die Waffe auf jeden Fall auch nicht unterschätzen. Und das wäre es jetzt erstmal von den ganzen Waffen, die man eher auf Mid- und Long Range spielt. Jetzt kommen wir zu den Waffen, die man auf Close Range spielt. Und die erste Waffe, um die es geht, die wurde jetzt sogar mit Season 4 noch etwas leicht verbessert. Und zwar geht es um die XM4, ein Sturmgewehr, was natürlich auch auf Close Range wirklich eine absolute Maschine ist und aktuell auch einer der meistgespielten Waffen auf Close Range bei den ganzen Pro-Playern ist. Hier natürlich mit dem ganz normalen Schalldämpfer, dem Sonderkommandolauf, Tiger-Team-Scheinwerfer, Plündererschaff und das 45-Schuss-Magazin. Wirklich, wenn man sich mit der Waffe eingespielt hat, ist diese Waffe auf jeden Fall ein absolutes Nahkampfmonster. Mit einer Time-to-Kill von 583 Millisekunden ist die XM4 wirklich eine der besten Waffen, die man spielen kann. Auch allgemein mein persönlicher Favorite, was jetzt Nahkampfwaffen angeht. Die nächste Waffe ist wirklich auch extrem stark. Es geht um die Cold War MP5, die natürlich bekanntlicherweise auch einer der besten Time-to-Kills wirklich auf Close Range hat. Das einzige Problem dabei ist, man muss sich wirklich mit der Waffe einspielen. Und ich glaube, tendenziell ist die Waffe auch eher etwas für PC-Spieler. Wenn man sich allerdings mit der MP5 einspielt, ein bisschen klarkommt mit dem Rückschuss, der natürlich enorm ist, hat man allerdings wirklich ein absolutes Monster, eine Waffe, die im Nahkampf wirklich alles wegbeamen kann. Hier natürlich wieder mit dem Feuerdämpfer, der natürlich speziell für MPs wirklich extrem stark ist. Dann spielen wir tatsächlich keinen Lauf, da wenn man jetzt einen Lauf auf die Waffe packt, sie dieses abgerundete Iron Sight hat, was natürlich jetzt nicht so nice ist. Dann natürlich beim Laser den Tiger Team Scheinwerfer, der natürlich fürs Movement nochmal enorm gut ist. Plünderer schafft, Schleifschallangriff für Bewegungstempo und Präzision aus der Hüfte und zu guter Letzt das Danach 50 Schuss Trommelmagazin. Das ist das MP5 Klassen-Setup. Ich muss sagen, die Waffe lässt sich wirklich sehr nice spielen, ist perfekt für Duos oder Solos geeignet. In Trios und Squads ist es ein bisschen schwierig mit der Waffe, aber Time-to-Kill-mäßig merkt man auf jeden Fall, dass die MP5, wenn man die Kugeln trifft, wirklich eine absolute Maschine ist. Diese MP5-Klasse ist auf jeden Fall auch extrem auf Movement getrimmt, auf Schnelligkeit getrimmt und deswegen auf jeden Fall auch so die perfekte Waffe, um zu rushen. Und dann kommen wir zur nächsten Waffe, eine Waffe, die jetzt wirklich lange Zeit schon eigentlich mit einer Top-MP ist, zwischendurch so ein bisschen untergegangen ist, jetzt allerdings wirklich noch wieder einer der meistgespielten MPs ist. Agency, Mündungsfeuerdämpfer, Sonderkommandolauf, Tiger-Team-Scheinwerfer, Plündererschaft und das Danak 51-Schuss-Magazin. Dann kommen wir noch zu einer Waffe, die jetzt auch neu mit Season 4 dazugekommen ist und ich kann wirklich nicht glauben, dass die Waffe wirklich so stark ist. Es geht um die Nagelpistole. Time-to-Kill-mäßig ist die Waffe auf Close Range so wirklich auch mit die beste Waffe, die man spielen kann. Und hier beim Klassen-Setup, es gibt einfach keins. Die Waffe hat nicht mal Aufsätze. Allerdings muss man natürlich auch klar sagen, dass es eher so eine Spaßwaffe ist. Time-to-Kill-mäßig ist die Waffe zwar krass, allerdings holt man mit einem Magazin maximal zwei Leute, was natürlich jetzt nicht so nice ist. Und jetzt kommen wir zu einer Waffe, die ihr als Secondary spielen könnt, wenn ihr eure Geist-Klasse holt. Es geht um die Psychov aus Modern Warfare, eine DLC-Waffe, die jetzt auch noch gar nicht so lange in dem Game ist. Die Waffe war ja wirklich Akimbo-mäßig, wirklich absolut brutal. Zwei Tage lang, dann wurde das Ganze gepatcht. Jetzt als einhändige Variante eignet sich die Waffe allerdings perfekt, um eine Geistklasse zu holen. Hier natürlich wieder der Monolith-Schalldämpfer, der 140mm Lauf, der dafür sorgt, dass eure Schussrate einfach enorm steigt. Dann natürlich der taktische Laser, den Skelett schafft und das 80-Schuss-Trommel-Magazin. Die Waffe ist natürlich speziell durch das Magazin extrem langsam. Allerdings habt ihr eine Geistklasse und die Time-to-Kill der Psychov ist auf jeden Fall auch noch sehr solide. Theoretisch könnt ihr auch den Laser wegpacken und auch einfach dafür vollgeladen einfach noch mit reinpacken, um ein bisschen mehr Munition dabei zu haben. Und deswegen in meinen Augen natürlich auch so die beste Zweitwaffe, die man spielen kann. Da wir natürlich bis jetzt noch kein Scharfschützengewehr haben, wird es natürlich auch Zeit. Diesmal zeige ich euch die K31. Jeder weiß natürlich auch, dass die K98 immer noch absolut brutal ist. Allerdings muss ich sagen, ich habe aktuell wirklich mehr Spaß mit der K31 als mit der K98 und deswegen natürlich hier auch ganz kurz das Klassensetup der Geräuschdämpfer, der Kampfaufklärungslauf, der 5mm Laser Plündererschaft und der Schleifschallangriff. Wirklich eine absolute Maschine, was Quickscopen angeht. Wirklich movementmäßig ist die Waffe wirklich extrem schnell. Man hat eine gute ADS-Time, eine sehr solide Sniper. Teste das Ganze gerne. Auch allgemein muss man auf jeden Fall sagen, ich hätte so viel mehr Waffen jetzt noch in das Video mit reinpacken können. Allerdings hat sich bei den meisten Klassen-Setups jetzt eh nichts geändert. Trotzdem werde ich gleich noch ein paar Klassen-Setups einblenden, die natürlich sehr solide sind, sehr stark sind, sich allerdings jetzt die letzten Wochen nicht geändert haben. Testet gerne die ganzen Waffen, die ganzen Klassen und gebt mir natürlich auch gerne ein Feedback. Würde mich freuen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, was ich verbessern könnte an diesem Format. Und wie gesagt, falls ihr neu sind, solltet ihr nichts verpassen wollt über Warzone, die besten Waffen allgemein, über die ganzen Updates, lasst natürlich gerne kostenlose Abo da, teilt das Video gerne mit euren Freunden
und lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Das wär's von mir. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.